Was geht ab, meine Freunde? Hier ist euer M3D bei Splinter Cell. Ich habe mal wieder keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, Freunde, normalerweise müsste das der einzigst richtige Weg sein. Alles andere macht doch gar keinen Sinn. Zuerst kam er an den linken Dingern hier vorbei, dann kam er an den rechten Dingern hier vorbei. Ja, okay, eigentlich kam er da noch nicht vorbei, ne? Kämen wir denn da vorbei? Ist der andere Typ da eigentlich? Der ist da hinten irgendwo. Da läuft er. Okay, wir können. Die Tür ist offen. Ist doch ein Hinweis. Ich habe noch eine Idee, aber ich habe Schiss vor dem anderen da hinten. Naja, gut, wir speichern jetzt einfach mal und ich probiere es jetzt einfach, weil. Auch wenn wir erwischt werden. Das ist im Endeffekt jetzt auch egal. Alter, Sam, komm. So fett bist du jetzt auch nicht ernsthaft. Scheiße. Sam! Kennt ihr Metal Gear Solid? Snake! Snake! Ach ja, klar. Man kann da einfach durchlaufen. Warum sagt mir das keiner? Alter, ist das einfach nur fies schon wieder. Bleibst du im Krankenhaus? Ach du Scheiße. Du meinst, wenn sie aufwacht. Danke, dass du gekommen bist. Ich weiß, das Letzte, was du jetzt tun möchtest, ist einen Haufen Fragen beantworten. Oh Mann, ey. Speichern! Es kann einfach kein Zufall gewesen sein. Danke für dein Verständnis. Sag mir, wenn wir... Wo ist denn hier dunkel genug? Alter, das ist zu wenig Dunkelheit. Oh, der geht weg. Tschüss! Eigentlich wäre die beste Methode hier lang gehen. Irgendwie macht mir der Soldat da ein bisschen Angst. Sind das Schattenfehler? Das ist ja alles dunkel eigentlich. Ja, die Schatten laufen mit mir. Aber nicht sehr weit. So ist der jetzt in den Fahrstuhl abgehauen. Tja, die Methode ist klar. Wir müssen eigentlich schon den Typen K.O. schlagen. Und dann hätten wir es schon geschafft. Weil ich glaube kaum, dass wir so an dem vorbeikommen werden. Ich muss jetzt mal auf die Schattenanzeige achten, weil ich sehe es hier leider sehr schlecht. Das geht gut. Schön. Ohne. Ja, hier ist eine Dose. Na wunderbar. Komm mal her, du Schmuckstück, du. Pass mal auf. Zwei Dosen sogar. Für den kleinen Durst zwischendrin, ne? Okay, wir speichern mal und müssen jetzt mal gucken, wie wir das anstellen sollen. Ich habe gerade vergessen, wie man wirft. Ist gut, ne? Ah, so. Und gib ihm. Was ist das denn? Nix. Guck mal, da kommt in die Richtung. Also diese Logik. Ich hau den Typ weg, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, nein, nein. Nein, komm. Alter, ich hasse dich, Fahrstuhl. Ich hasse dich. Nein. Aha. Oh, ach, deswegen sind da zwei Dosen. Das ergibt jetzt natürlich ein bisschen Sinn, ne? Jetzt müsste der Fahrstuhl ja eigentlich sofort aufgehen. So die Theorie. Mal gucken, wie die Praxis aussieht. Oh ja. Alter, wo ist der Knopf? Alter, fahr doch hoch, runter, mir egal. Geh irgendwo hin. Dann fahr halt runter. Oh mein Gott. Mein Herz. Na also, so schwer ist das Spiel doch nicht. Sag ich jetzt einfach mal so großmäulig, weil es da wohl schon tausendmal erwischt wurde. Oh, an die Stelle erinnere ich mich einigermaßen. Oh mein Gott, die wird so hässlich, Freunde. Unser Mann dort sagt, dass deine F2000 an ihrem Platz ist. Du kannst sie dir im Lagerraum hinter dem Notstromaggregat abholen. Gut. Wir geben dir eine Waffe, lass sie aber im Holster. Ein Toter innerhalb der Agentur und deine Mission ist beendet. Ich erinnere mich noch ganz früher, wo ich das Spiel mal gespielt habe, Freunde. Da wurde ich hier, glaube ich, so oft erwischt, dass ich das Spiel abgebrochen habe. Und keinen Bock mehr hatte. Der Typ sieht mir verdächtig aus. Ich schnapp dich, du Luder. Hallo, du hast bestimmt Informationen für mich. Nein! Ich werde es nie lernen, Freunde. Das könnt ihr vergessen. Ich werde alles K.O. schlagen müssen. Das Problem ist einfach nur, dass ich jetzt hier... Komm, das mache ich nicht. Weil das Problem ist, wenn wir das Spiel
Also mittendrin kommen noch zusätzliche Soldaten, soweit ich weiß. Und 100 pro erwischen die den. Oh, du bist auch so eine Kacktür, hä? Oh, ein PC. Cool. Bisschen Snake spielen. Oder Solitär oder sowas. Eine Notiz. Das ist doch schon mal sehr geil. Die sind auch wachsam, sobald du dir auch nur einen scheiß kleinen Lichtschalter ausknippst. Die sind so furchtbar hier. So, lesen wir mal die Notiz, ne? Der Code zum Serverraum lautet 2019. Wunderbar. Ist übrigens mein Geburtsdatum. Ja, das war jetzt fies, ich weiß. Okay, egal. Dann wollen wir da mal gucken. Was ist überhaupt der Serverraum, ey? Ach ja, diese Stelle. Oh Gott, der redet jetzt, glaube ich, erstmal mit dem. Also da an dem Tresen. Gut, es ist nicht ideal, aber wir sind jedenfalls abgesichert. Geh weg! Wie gesagt, sicherer wird's nicht. Es sei denn, der Kongress sieht ein, dass wir mehr als ein bisschen Kleingeld brauchen. Du sagtest, es sei nicht kritisch. Ist es nicht. Wir schaffen das. Bist du sicher? Das Problem ist aber jetzt auch, dass ich da nicht mehr vorbeikomme, weil die mich sehen würden. Also muss ich da hinten lang, wo der Typ langläuft. Es ist eine Krise. Harte Zeit. Muss mich an die Arbeit machen. Ah, hier, Serverraum. Scheiße, natürlich ist der rechts. Na klar. Das ist jetzt irgendwie doof. Ist das eine Kamera oder was ist das? Nee. Kann. Ja, er dreht eigentlich. Oh Gott! Aufgrund der aktuellen Vorkommnisse bleiben die Patrouillen bis auf weiteres auf Sicherheitsstufe 3. Stufe 3, Höchstalarm. Na super. Alter, ich wurde verarscht. Vom Allerfeinsten wurde ich hier schon wieder verarscht, ey. Das Spiel, das. Oh Gott. Das Spiel hasst. Aber ich kann hier ein bisschen am PC rumgammeln. So, mal den Facebook-Account checken. Ja, doch. Ja. Mist, hat keiner geschrieben hier. Ich bin so einsam. Gibt's was zu holen? Nein. Okay, hier sind die PCs aus. Ja, den K.O. zu schlagen macht jetzt. Oh, das gefällt mir. Ganz leise. Psst. Guck doch mal drunter, du Lappen, ey. Oh. Tür abgeschlossen. Oh, Moment. Kinderspiel. Das muss so ein Nervenkitzel sein, ey. So geil. Easy für mich. Easy. Oh, was haben wir denn hier? Ein Medikit. Sehr geil. Und zwei Taser. Oh. Das hat sich gelohnt, würde ich sagen. Und hier ist schön dunkel. Hier kann man sich theoretisch gesehen verstecken. Wenn es mal hart auf hart kommt. Weil eigentlich will ich ja nicht mehr, ne, speichern oder laden. Also speichern schon, aber nicht mehr so laden, so viel. Oh Gott, Alter, ich bin hier direkt sichtbar. Oh, schnell, 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 schnell. Wer ist da? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Geh weg! Oh nein! Oh mein Gott! Halt die Schnauze! Das meine ich, das ist erst bei späteren Teilen möglich, dass man hier irgendwie, ja, nicht mehr laden braucht. Weil hier krieg ich das irgendwie nicht hin. Ihr seht ja, in einer Sekunde ist man tot. Aber okay, Alarmstufe 3, ne? Normalerweise sind die auch ein bisschen eleganter drauf. Ach Gott. Das ist nicht mein Spiel, ohne Witz. Ich liebe die Splinter Cell-Teile, aber das heißt nicht, dass ich die kann. Ne? Tja, jetzt ist die Frage. Wann ist die Sau weg, ne? Sehen wir ihn? Zeig dich. Du böser Mann. Wenigstens bleibt die Tür offen. Achtung, Achtung. Ich habe das Gefühl, der war noch gar nicht da. Oder geht er? Ah, der ist schon wieder weggegangen. Cool. Dann bleibt aber auch nur sehr kurz da. Hm? Jawohl. Na, wenn man ein bisschen erwachsener ist, dann geht das irgendwie hier, das Spiel. Dann ist es nicht mehr ganz so schlimm anscheinend. So, der Typ da hinten gefällt mir auch noch nicht so genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, das ist doch schon mal alles easy für mich, weißt du? Das ist gar kein Problem. Der geht jetzt wieder nach rechts. Eigentlich falsches Recht. Ich meinte, das ist rechts so von mir aus gesehen, aber okay, passt. Ah, jetzt hat er gemerkt, ich habe recht und es hat seinen Weg nochmal korrigiert. Ist ja logisch, weil natürlich habe ich recht. Nein! Ich hasse den Kerl, ohne Witz, ey. Wie oft gehst du noch zum Automaten, Mann? Geh weg! Kann ich noch vielleicht einen kleinen Ticken? Kann ich. Nein, ich muss hier wieder lang. Oh. Geh nicht so nah an mir dran, verdammt. Ja, genau. Guck mal, wie der auf mich hört, wie ein Hund.
Wir haben es richtig gut dressiert, ha? Okay. Oh, natürlich kommt er zurück. Auf den ist geschissen. Ah, okay, das ist so ein kleiner Automatenraum. Sag mir jetzt bitte nicht, du drehst dich auch nochmal um. Und das müsste der Serverraum sein, genau, 2019. Ja, das ist ein sehr schöner Schalter, ich weiß. Genau, schön weggehen, sei lieb. Oh, nicht so schnell rennen. Jetzt ganz schnell, 20. Nein, 19. Ja, dann auf, lass mich rein. Hä, der war falsch. Nein, der war falscher Code. Hä? Oh, oh. Was zum Teufel? Nein! Ja. Welcher Code war das dann? 2019 war doch richtig. Eigentlich. So die Theorie. Gut, dann warte ich hier. Hier bin ich safe. Dann ist das anscheinend doch nicht der Serverraum. Wartet mal. 2019 doch. Oh, sie verfügen jetzt über ein Wärmebildgerät. Cool. Hat schon Stil auf jeden Fall. Jetzt mal schnell hier reingucken. Einweg, Dietrich. Das ist geil. Tja, so wie die Sache aussieht, muss ich hier zu dem Kollegen rein. Aber was soll ich bei dem machen? Also ich bin mir sicher, oh, ich müsste eigentlich in den Raum hier, weil das der Serverraum ist. Und das ist hier doch was ganz anderes. Seht ihr irgendwas Wichtiges? Ach, der guckt auch hierher. Der kommt jetzt aber nicht zu mir, oder? Nee, der ist lieb. Okay, pass mal auf, der Typ hat ein Päckchen dabei. Das Päckchen will ich haben. Alle, die ein Päckchen haben, muss man K.O. schlagen. Das ist einfach... 10-14, wiederhole. 10-14. Der scheiß Penner hat mich gesehen. Ernsthaft? Das muss ich echt besser abtimen. Also muss ich nochmal warten, bis er wieder zurückgeht, damit ich dann zu ihm komme. Alter. Das ist schon... Wie der sich einfach nur diese scheiß Tasten anguckt. Tasten, so geil. Geh einfach. Komm, der eine ist auch gerade gegangen. Dann tu mir den Gefallen und geh auch. Bitte. Bitte. Geh. Geh. Alter. Will der einfach nur doof in die Leere starren? Ja, er geht. Na, so, na toll. Junge, was ist denn bei dir los, ey? Halt's Maul jetzt. Mist. Gut, mir reicht's. Ich schalte den Typ jetzt aus. Okay, da ist gerade der Soldat. Oh. Halt die Fresse jetzt, ey. Du nervst mich am allermeisten, muss ich zugeben. Ich weiß, es sind eigentlich nur Zivilisten, aber das ist mir jetzt hier gerade voll egal. Der Typ geht mir echt so auf den Keks. Und der hindert unser Vorankommen so extrem. Der muss jetzt schlafen. Führt kein Weg dran vorbei. Tut mir leid. Gute Nacht. Ich mach die Tür später zu. Ich guck später nochmal nach dir. Ob du auch nicht erstickst im Schlaf. So, jetzt können wir uns den Penner endlich schnappen. Ich denke mal, der hat jetzt den richtigen Code und dann kommen wir endlich mal da rein. Komm, dreh dich weg. Mach das Prinzip einfach simpel für uns. Und jetzt zeige ich dir mal, wer hier der Pate ist, Junge. Klatsch, in your face. Gut, wir müssen aufpassen, dass uns der andere Typ nicht wieder sieht. Aber ich denke, der war eigentlich die geringste Gefahr. Ja, das sieht doch gut aus. Den schleppe ich jetzt ja auch nochmal rein. Könnt ihr ein bisschen Gruppenkuscheln machen, dass sie hier nicht erfrieren oder so. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Jetzt muss ich nur noch gut zielen, dass der auch gut liegt. Achtung. Patsch. Oh, Timing. Tasche. Notiz, Wetten. Ha. 7, 6, 8, 7. Na, war doch klar, ey. Warum konnte es nicht die erste sein? 7, 6, 8, 7. Und jetzt hängt der Typ schon wieder hier rum. Alter. Also ich habe eigentlich damit gerechnet, dass Splinter Cell nicht so viele Folgen werden. Aber so wie ich mich hier anstelle... Alter, was war das nochmal? 7, 6, 8, 7 kann das sein? Ich hab's vergessen. 7, 6, 8, 7. Okay, ich hab's auch nicht vergessen. Meint ihr, wir schaffen das ganz schnell? Nein. Ich glaube, ich sehe was. Nein, nein, du siehst gar nichts. Du laberst Scheiße. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Alter, du sollst weggehen, habe ich gesagt. Okay, die Tür ist jetzt wenigstens offen. Das heißt, wir können einfach reingehen. Das ist gar kein Problem. Wir brauchen nichts mehr eingeben. Scheiße. Oh, oh. Und hab gespeichert. Willst du mich verarschen, oder was?
Ich bin so scheiße in dem Spiel, das ist der Wahnsinn. Boah, ich hab mich gerade voll erschreckt. Hallo. Was braucht? War vermutlich nichts. War vermutlich nichts, genau das wollte ich gerade hören. Ich habe gehört, dass irgendjemand gesagt hat, wir müssen den Bereich sichern oder irgendwas. Nee, das ist gut. Jetzt kommen wir rein. Aua. Aua, das hat wehgetan. Gut, hat er ein Paket? Nein, hat er nicht. Also brauchen wir den eigenen. Oh Gott, das sind ja zwei. Genau, hier hing ich mal fest. Oh je, oh je, oh je. Mal gucken, ob ich jetzt besser drauf bin. Der Typ guckt nur in eine Richtung, der Typ läuft hier wahrscheinlich hin und her. Also könnte man jetzt theoretisch gesehen vorbeilaufen. Na, wenn doch mich nicht alles täuschen würde. Ich weiß aber jetzt nicht, wie lange der. Oh Gott! Alles klar. Wenn er wieder da hinten hingeht, kann ich vorbeilaufen. Das ist der simple Plan. Okay, meine Freunde, den machen wir in der nächsten Folge. Tschüss.